Moin, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute gucken wir uns personalisierte Klemmbausteinmosaike an. Lego beispielsweise, aber viele andere Hersteller auch, haben ja Mosaike, die man kaufen kann zu Lizenzthemen wie Harry Potter, wie Marvel, zu Frühling, Winter, was auch immer es da alles so gibt. Heute aber der Fokus auf personalisierte Mosaike. Und das Ganze aus gegebenem Anlass, denn am 9.01. diesen Jahres war es soweit, dass es bei Bluebricks, als ich da so am Rumstöbern war, auf einmal einen neuen Button gab. Und da stand was von Bloxbox und man konnte da eigene Mosaike bestellen. Und das habe ich natürlich sofort gemacht. Was dabei rausgekommen ist, das gucken wir uns später an. Wir fangen mal an mit Lego. Lego hat die 40179 auf den Markt geworfen. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich oben in der Ecke. Die Geschichte ist eigentlich ganz spannend, nochmal kurz umrissen. Am 17. November 2016 ging der Flagship Store bzw. der größte Lego Store überhaupt in London, naja, online, stimmt nicht ganz, er hat eröffnet. Und dazu brauchte Lego irgendetwas, was man machen konnte. Und sie haben sich entschieden, einen Mosaikmaker aufzustellen. Guckt euch das Video oben gerne mal an, da habe ich so ein bisschen gezeigt, wie wir das Ganze damals erlebt haben. Ich habe das teilweise von einer Freundin zum Geburtstag bekommen. Das war ein riesen Spaß. Kann man so sagen. Und es kam eben dieses Set hier dabei raus. Das Ganze gibt es seit 2 Jahren aber auch online. Das heißt, man kann online seine eigenen Bilder hochladen und kann sich das Ganze quasi runterladen und mit den Steinen, die man zu Hause hat, bauen. Das heißt, man muss sich nicht mehr dieses Set kaufen. Und ich habe das Ganze, fangen wir kurz anders an, die Mosaike von Lego, die haben wir hier tatsächlich in der Wohnung zahlreich hängen. Zum Beispiel hier so ein Meer, das ist ein Bild am Strand. Man sieht jetzt schön Scheinwerfer, aber das macht ja nichts. Das Problem ist aber, die sind auf eine Plate gebaut. Also die sind wirklich nur sehr dünn. Und deswegen habe ich hier nochmal einen Rahmen dazu gekauft. Der ist nicht von Lego selber, das ist ein Holzrahmen, der eben auch quadratisch ist. Der kostet aber auch gleich nochmal 40 Euro Aufpreis pro Stück. Das heißt 100 Euro für das Set plus 40 Euro für den Rahmen. Das erklärt vielleicht, warum man nicht immer unbedingt sich dieses Set hier kaufen will, sondern sich eben die Einzelsteine einfach zum Beispiel über Bricklink oder über andere Hersteller entsprechend zusammenbaut oder zusammenkauft. Aber um das Ganze ein bisschen vergleichbar zu machen, habe ich mit dem Online-Mosaikmaker von Lego mal das Logo meines YouTube-Kanals, und mir ist gerade eine Plate abgehauen, einmal gemacht. Und habe es auf eine 50x50 Platte gebaut, deswegen hat es hier oben und hier unten einen kleinen Rand. Nicht wundern, das ist eigentlich ein 48x48 Bild. Und so sieht das Logo quasi aus. Man erkennt die Minifigur sehr schön, man sieht hier den Himmel mit der Sonne, die Sonne als Reflexion im Meer. Und hier unten quasi ja, das Land und dieser Balken, das ist eine Bank, wo die Figur drauf sitzt. So sieht das Ganze von Lego aus. Es gibt noch eine zweite Variante, wie man das machen kann. Und das ist über Bricklink Studio. Das habe ich nicht gebaut, ich habe es aber mal gerendert. Und wenn man sich hier die Bilder so anguckt, dann sieht man ja schon, dass das Ganze ja farblich ganz anders aussieht. Das sind eben nicht nur 5 Farben, so wie bei dem Lego-Mosaik, sondern wir haben ganz viele bunte Steine. Ich kann einstellen, dass ich die gesamte Farbpalette, die Bricklink im Angebot habe, nutzen will. Und unten wird auch angedeutet, dass das ungefähr 650 Dollar kosten würde. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, wenn man das so schätzt. Kann aber sein. Habe ich wirklich keine Erfahrungswerte dazu, was dabei so rauskommt. Die dritte Variante, und das ist die, die ganz neu ist, ist Bloxbox. Und da hole ich kurz ein kleines bisschen aus. Wie gesagt, ich habe am 17., das stimmt nicht, am 9.01. dieses Jahres diesen Button gefunden bei Bluebricks und habe den dann einfach mal ausprobiert. Habe auch das Logo, das gucken wir uns gleich an, einmal als Mosaik gerendert und habe dann mal ein bisschen geguckt, was es mit Bloxbox eigentlich auf sich hat. Und ich bin auf einen Forumsbeitrag im 1000-Steine-Forum gestoßen vom 17.01.2020. Und da hat Sascha vorgestellt, dass er Bloxbox gebaut hat in der Pandemie und er um ein bisschen um Feedback bittet. Sascha, Softwareentwickler, das scheint so ein bisschen so ein Ding zu sein in der AFOL-Szene, dass die Leute irgendwas mit IT zu tun haben. Gibt bei sowas wie einem Mosaikmaker natürlich aber auch Sinn. Hat das Ganze vorgestellt und man konnte fertige Motive kaufen, man konnte aber eben auch seine eigenen Bilder hochladen und hat dann kleine Tütchen abgepackt mit den jeweiligen Steinen, die man brauchte, bekommen. Nicht wie bei Lego, nur 5 Farben, sondern eben auch bunt, so wie wir das eben bei Studio auch so ein bisschen gesehen haben. Jetzt haben wir Anfang Februar und mittlerweile hat auch Bluebricks mittlerweile ein Video dazu hochgeladen, was es mit den Mosaiken auf sich hat.
Und da erzählen sie auch nochmal, dass Sascha letztes Jahr an sie herangetreten ist, er möchte jetzt gerne was anderes machen und hat Blue Bricks das Ganze angeboten zu kaufen. Und da kommt auch genau das, was mich so sehr fasziniert daran, zum Tragen. Denn Blue Bricks hat nicht nur Bloxbox gekauft, sondern hat es auch noch ein bisschen modifiziert. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wenn man das Mosaik gebaut hat, dann sieht es so aus. Und wenn man das jetzt mit dem Foto vergleicht, was das ja eigentlich ist, dann sieht das natürlich schon mal deutlich anders aus, als wenn ich jetzt dieses Lego-Mosaik daneben halte. Ich mag dieses Lego-Mosaik, ne? Also ich mag, dass es fünf Farben hat und man hat ja auch, wenn ich jetzt als drittes Bild nochmal das hier kurz hochhalte, man sieht ja auch, dass man mit fünf Farben schön Hintergrund gestalten kann. Hier sonnendurchflutete Wolken zum Beispiel kann man auch super darstellen. Und auch hier sieht man ja durchaus, dass es das Wasser ist, dass es irgendwie Meer gibt, Himmel gibt. Einmal knallt es noch. Aber es ist natürlich was komplett anderes als hier auf der Seite von Bloxbox. Und vor allem, das hier ist auf eine Plate gebaut. Das hier ist richtig stabil. Und das ist auch das, was Blue Bricks anders gemacht hat. Die haben nämlich ihre 16x16 Technik-Plates genommen, die mit Technikachsen bzw. mit Pins verbunden. Ein paar Plates drauf gebaut und hier oben ihre super coolen Hänger aufgehangen. Und ich habe da drüben das große Bild von Star Trek hängen von Blue Bricks. Weiß also, dass das mit zwei Schrauben auch in einer sehr viel größeren Größe als das hier deutlich besser hält. Und ich muss sagen, ich finde es richtig gut. Das hier hat 45 Euro gekostet. Nur mal zum Vergleich. Das von Lego sind quasi 100 Euro. Da bleiben natürlich deutlich mehr Teile übrig. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber das hier sind 45 Euro. Und ich bin grenzenlos begeistert. Es gibt, guckt euch das Video zum Lego Mosaic Maker an, das möchte ich hier nochmal aufmachen, bei Bloxbox eine gedruckte Anleitung. Die kommt hier als so kleines Heftchen und die Bauschritte sind quasi einzelne 16x16 Plates, weil haben sie ja hier, und man baut quasi immer diese Platten. Hier sind auch an der Seite Nummerierungen dran, Zeilen, Spalten, man kann sich also schön orientieren. Die Farben sind draufgestellt, die sind auch nochmal durchnummeriert, sodass man eigentlich keine großen Baufehler machen kann. Bei Lego fällt eben am Ende eine große Datei raus, die man dann auf dem Handy hat oder so und baut das. Das funktioniert auch gut, möchte ich gar nicht bestreiten. Das hier ist sehr viel angenehmer. Es ist vor allem sehr viel angenehmer, wenn man mit mehreren Leuten an diesem Bild bauen will. Bloxbox bietet die Möglichkeit, eigene Fotos hochzuladen oder über die Bing-Suche ist es, glaube ich, Bilder zu suchen. Das heißt, ich könnte theoretisch gesehen ein Tier nehmen, das ich im Internet finde, oder ein Gebäude, das ich faszinierend finde und könnte daraus ein Mosaik machen. Ich bin gar nicht an diese 48x48 Noppen gebunden, wie das hier. Ich kann das auch einen Ticken kleiner machen. Ich kann es aber auch signifikant größer machen und zwar in verschiedene Dimensionen. Hochformat, Querformat, quadratisch, alles machbar. Ich kann verschiedene Filter auf die Bilder legen. Ich kann verschiedene Personalisierungen hinzufügen. Zum Beispiel kann ich einen Text draufschreiben oder verschiedene andere Dinge damit machen. Lego bietet natürlich auch ein paar Möglichkeiten, wie man das Ganze verändern kann. Ich kann aber keinen Text zum Beispiel hinzufügen. Und auch bei Studio habe ich nicht gesehen, dass es da die Möglichkeit gibt, das in so einer Art und Weise zu personalisieren, wie ich das mit dem Foto mache. Ich kann natürlich einfach eine Datei vorher bearbeiten, lade die dann hoch. Das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Bei Bloxbox gibt es einen wunderbaren Teiletrenner dazu. Braucht man bei Mosaiken häufiger, als man denkt, weil man doch mal zwei, drei Steine falsch baut. Und es gibt immer so 50er-Tüten in Papier. Vielleicht dazu kurz. Bloxbox kommt in so einem Pappkarton. Also wie man es von Blue Bricks eigentlich auch kennt. Es gibt hier ein gebrandetes Klebeband drumherum, wo dann nochmal Bloxbox draufsteht. Und diese ganze Kiste ist jetzt noch voll mit den leeren Tütchen, wo quasi diese Steine drin waren. Die kommen immer in 50er-Packungen, habe ich gerade schon gesagt. Es ist eine Tüte übrig und die ganzen Teile, die hier noch drin sind, sind übrig. Ich hatte halt ein paar Farben, wo ich zum Beispiel einen Teil nur einmal gebraucht habe oder zweimal gebraucht habe. Ich weiß aber ganz genau welche. Nämlich gibt es hier einmal ein pinkes und hier zwei orangene Teile, die tauchen sonst nicht mehr auf. Das heißt, ich habe 49 pinke und 48 orangene Teile übrig. Finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das Mosaik von Bloxbox besteht aus 16 Farben, so wie es jetzt hier liegt. Und ich muss sagen, durch die mehreren Farben, die es sind, hat das Bauen ein bisschen mehr Spaß gemacht. Einfach, weil es abwechslungsreicher ist.
Muss ich auch mehr konzentrieren. Aber es ist eben auch abwechslungsreich. Ja, hier oben zum Beispiel, der ganze Himmel, der hier so überstrahlt ist, das ist alles eine Farbe. Natürlich ist auch die Figur eine Farbe, aber zum Beispiel hier dieser Bereich oder diese Platte hier unten, diese 16x16, die ist sehr gemischt. Da tauchen ganz viele verschiedene Farben auf. Wenn wir jetzt mal wieder Lego nehmen, der haben wir dann hier in dem Bereich mal ein bisschen Variation und hier, und ansonsten sind hier aber wirklich große Flächen immer nur einfarbig gestaltet. Das ist natürlich nicht schlecht, weil man baut sich einmal die Umrandung um und kann es dann einfach ausfüllen, aber es ist natürlich auch entsprechend monoton. Und deswegen finde ich das von Bloxbox da vom Bauen her auf jeden Fall angenehmer. Was jetzt am Ende besser gefällt, ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz individuelle Sache. Ich mag hier definitiv diesen Fotokarakter, also dass man die Farben einfach viel schöner erkennt, weil sie eben auch dargestellt sind. Ich mag aber auch bei diesen Lego-Mosaiken, deswegen hängt es sie halt auch fünfmal in verschiedenen Varianten, dass man eben aus fünf Farben ganz viele verschiedene Motive bauen kann. Das macht einfach wirklich was her. Von der Auflösung her, ich meine, sie stehen hier nebeneinander, sie sind beide gleich groß. Der Bildausschnitt ist jetzt nicht perfekt derselbe, habe ich nicht aufgepasst, gebe ich zu. Aber ich muss sagen, das macht sich, gibt sich nichts. Also ich gehe einen Schritt weit weg und dann sehe ich bei beiden, was es sein soll. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Abschließend, probiert es einfach mal aus. Ihr könnt bei Lego auf jeden Fall das Ganze komplett durchkonfigurieren und euch das Bild runterladen, was quasi die Bauanleitung ist. Bricklink Studio bietet die Möglichkeit, das Ganze einmal ja virtuell zu machen. Das heißt, ihr könnt das da drehen und wenden und euch das ganze Modell einmal angucken. Und auch bei Bloxbox gibt es, wenn man das ganze Mosaik erstellt, am Ende schon mal so ein bisschen wie dieses Bild hier, was auf der Anleitung ist, einen Blick darauf, wie das fertige Mosaik aussehen könnte. Und dann kann man das definitiv mal ausprobieren. Bei Bloxbox vielleicht noch ein bisschen eher, weil das kleinste Modell, ich glaube, 30 € kostet oder 25 und auch keinen Versand zumindest gekostet hat, als ich das bestellt habe im Januar. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade aussieht. Bei Studio kann man in jeglicher beliebigen Größe das Ganze, da gibt man ein, wie viel mal wie viele Noppen man das haben will und dann wird das Bild entsprechend skaliert. Das kann man natürlich auch kostenlos ausprobieren, indem man sich einfach die Software runterlädt. Bei Lego, wie gesagt, könnt ihr euch die Anleitung einmal generieren. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.